Würde dann, wir haben jetzt 3 Minuten, 3 Minuten nach. Ich würde dann jetzt auch beginnen wollen und Sie ganz herzlich zur 4. Session des der BMBF geförderten Social VR Tagung Verankerung von VR, AR Technologien in der beruflichen Bildung zu begrüßen. Wir sind heute bei der Keynote angekommen von Professor Dr. Michael Kerres und den möchte ich einmal kurz, bevor es losgeht, vorstellen. Sie haben im Nachgang an die Präsentation natürlich immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in die Diskussion zu gehen. Dazu können Sie, wie in den vorherigen Sessions auch, die Hand heben mit der Raise Hands Funktion, die Sie unten rechts finden, oder mit dem Emoticon, da ist auch mal das Handheben, oder Sie heben, wenn Sie mit einer Brille und Controllern hier sind, einfach die Hand, so wie ich es gerade tue, dann gucke ich oder mein Kollege Raphael Zender auch ins Publikum, dass wir uns sehen. Ich freue mich, dass wieder so viele anwesend sind. Wir sind gerade knapp 40, nee, noch mehr als 40, soweit ich das gerade verfolgen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir nachher wieder eine anregende Diskussion haben, sowohl hier als auch in unserem begleitenden Tool Discord. Nun zu unserer heutigen Keynote. Ich darf Ihnen vorstellen, zu meiner Linken, Professor Dr. Michael Kerres. Er hat die Professur für Erziehungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen inne und ist Inhaber des Lehrstuhls für Mediendidaktik und Wissensmanagement und leitet das Learning Lab. Seit Jahren forscht er zum digitalen Wandel in der Bildung und ist mehrfacher Fachbuchautor. Heute wird er diskutieren und näher beleuchten das Thema die didaktische Entscheidungskriterien für den Einsatz von VR, AR, Visualisierungstechnologien und mit Ihnen das danach auch diskutieren. Gut, dann würde ich dir, Michael, dann jetzt auch das Wort übergeben und freue mich auf einen spannenden Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier eingeladen bin, in dieser besonderen Situation, in diesem besonderen Raum heute hier vortragen zu dürfen. Ich habe gerade gemerkt, dass mir ein Utensil fehlt für einen Vortrag, den ich doch vermisse, nämlich ich habe keine Uhr. Das heißt also, ich bin darauf angewiesen, dass ihr mich warnt, wenn ich zu lange rede. Und dass ihr tatsächlich hast du doch eine Uhr, Michael. Und zwar unten links in deinem Sichtfeld, unter diesem Hausbutton, da findest du eine Uhr. Da müsste gerade dann stehen 2:05 PM. Stimmt. Genau. Ja, wunderbar. Ich habe also auch eine Uhr. Ja. Das ist zwar etwas abseits von meinem, muss ich nach hinten schauen, aber nichts für ungut. Ja, danke für den Hinweis. Wunderbar. Also, nochmal, wir sind hier ja im Rahmen eines BMBF-Projekts tätig. Und ich freue mich auch, dass das BMBF diese Veranstaltung hier heute unterstützt und wir uns intensiver mit der Frage beschäftigen können, was bedeutet eigentlich AR, VR für das didaktische Design? Wir wollen uns also beschäftigen mit der Frage, welche Potenziale sind mit der Technologie verbunden? Und ich will Sie gleich darauf einstimmen. Eine zentrale These von mir lautet, dass VR, AR als solches für das didaktische Design eigentlich zunächst einmal recht schwierig einzuschätzen ist und wir teilweise sogar zu einer recht kritischen Einschätzung kommen müssen. Und das Ziel meines Vortrages ist es, den Versuch zu machen, herauszuarbeiten, wo denn jetzt eigentlich doch die Chancen liegen könnten. Und vielleicht schaffen wir das eben halt auch im Rahmen dieser Tagung, da auch noch einen besseren Blick drauf zu bekommen, noch eine bessere Einschätzung zu bekommen, wie die didaktischen Potenziale aussehen und in welche Richtung wir mit VR, AR arbeiten müssen, damit diese Technologie tatsächlich einen sinnvollen und wirklich auch zusätzlichen Nutzen für unsere Lernarrangements bietet. Ich kann, jetzt habe ich wieder den Blatt mich vertan. Ich kann hier verweisen auf eine schon längere Geschichte in der Beschäftigung mit diesen 3D-Welten. Second Life war für uns vor einigen Jahren ein sehr wichtiges Umfeld, eine sehr wichtige Lernumgebung, wo wir auch mit unseren Online-Studiengängen einiges ausprobiert haben. Wir haben eine ganze Insel gekauft und haben dort verschiedene Bauten erzeugt, um auszuprobieren, was diese Lernumgebung für Möglichkeiten bietet. Und ich finde es spannend, dass wir jetzt heute die Möglichkeit haben, natürlich mit eben dieser immersiven Technologie
eine solche 3D-Welt auch nochmal ganz anders zu nutzen. Aber ich will nur kurz andeuten, was uns damals, also das heißt vor fast 10 Jahren, ja, vor 10 Jahren beschäftigt hat, hier eine Dissertation, in der Dissertation haben wir verschiedene Räume verglichen in der Frage, welche Merkmale von Räumen wirken sich denn wie auf das Lernen aus? Und ja, waren besonders interessiert an der Frage der sozialen Interaktion und des sozialen Lernens, der Interaktion in Lernumgebungen. Denn schon damals hatten wir den Eindruck, dass das besondere Potenzial eigentlich von Online-Welten ja auch die unmittelbare Interaktion zwar verteilt über verschiedene Standorte, aber ist. Und das ist hier beispielsweise jetzt ein Raum gewesen. Hier ist der nächste Raum. Der ist schon etwas, wie soll man sagen, anders gestaltet, also informeller gestaltet als der vorherige Raum. Und die Frage war für uns natürlich, ist eigentlich ein traditioneller abgebildeter Raum förderlich für das Lernen, weil ja da sozusagen die Verhaltensmuster, die wir kennen, dann auch unmittelbar in dem Raum angewendet werden können? Oder sind solche Räume vielleicht besser, die eine andere Affordanz haben, also eine andere sozusagen Aufforderungscharakter haben und deswegen vielleicht besser geeignet sind? Hier die dritte Variante, die also noch ein wenig anders war, hier mit so fliegenden Sitzkissen. Auch hier sehen Sie wieder eine soziale Interaktionssituation, wo die Gruppe A lernen sollte. Und für uns war das schon interessant, eben halt in der Frage, sind mit diesen Räumen nicht einfach enorme Möglichkeiten gegeben? Hier in dem Raum zum Beispiel erleben Sie jetzt eine traditionelle Hörsaalsituation, aber Sie sehen, eigentlich das Besondere ist ja, dass wir auch vollkommen andere, beliebige Konstellationen von Lernräumen gestalten können, so wie wir es in der Universität ja üblicherweise nicht machen können. Und ich will nur kurz auf eben halt hier ein Ergebnis eingehen. Das sind hier Skalen für die Soziabilität des Raumes, also für die wahrgenommene soziale Affordanz, inwiefern man sich eben präsent fühlt als Gruppe, wiefern man die anderen wahrnimmt überhaupt als Personen und inwiefern man praktisch hier sich auch zur Interaktion eingeladen fühlt. Aber wichtig ist mir hier nur, Sie sehen, diese drei Räume wirken anders. Der erste wirkt eben halt oben, wirkt eben halt als wenig soziabel und die unteren eben stärker mit diesem sozialen Aufforderungscharakter. Also insofern sehen Sie schon, wir haben eigentlich durch diese Gestaltungsmöglichkeiten einiges an Parametern, die wir beeinflussen können, um eben beispielsweise unser didaktisches Konzept des sozialen Lernens dort schon eigentlich ganz gut durch entsprechende Gestaltungsmerkmale zu steuern. Und wir ahnen, dieser Raum hier zum Beispiel ist vergleichsweise eben wenig für soziales Lernen geeignet, aber eben halt, wir haben jetzt auch ein entsprechendes Setting. Kommen wir zum, ja, und hier sehen Sie also zum Beispiel mich in Action vor 10 Jahren. Sie sehen mich hier in einem solchen Raum eher am Learning Lab. Wir haben damals die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich schwierig ist, die räumliche Positionierung vorzunehmen. Wir hatten also gewisse Schwierigkeiten eigentlich auch gerade mit Audio, wie diesen Raum angemessen sich zu positionieren, nur mit den Maustasten, nur mit der Mausbewegung sich zu bewegen im Raum. Sie sehen hier auch, das Bedienfeld war nicht schwierig. Aber eben halt auch die individuelle Sichtperspektive, die ist natürlich wirklich spannend, weil eben halt, ich kann jetzt schon sehen, wo Sie hingucken oder nicht hingucken. Das ist natürlich eine besondere Situation. Ich sehe, dass Raphael Zender über uns schwebt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn auch sehen über uns. Ja, jetzt sehen Sie, schauen Sie alle nach oben. Also das kann ich sozusagen verfolgen. Und das ist natürlich eine besondere Situation, die wir bei zum Beispiel eben halt ja Skype oder anderen Videokonferenzräumen nicht haben. Also insofern genau Herzchen auch an Raphael Zender an der Decke. Ich hoffe, er kommt wieder auch runter aus den Höhen, aber er filmt, glaube ich. Aber Sie sehen, das ist eine Rauminformation, auch in der Relation von Menschen. Er ist gelandet, ich kann es berichten. Diese Relation hier in unserer Kommunikation, die können wir tatsächlich eben halt hier in dieser Räumlichkeit abbilden. Die Navigation erwies sich als mühsam und eben halt das Problem war damals eben, dass wir merkten, die reine Social Awareness, die können wir auch einfacher im Grunde genommen herstellen. Das hat uns damals beschäftigt und hier nur als ein Screenshot.
Sie sehen hier, die Teilnehmer schauen alle in die Kamera, aber wir sehen keine soziale Relationsinformation. Ja? Also sozusagen, ich kann mich jetzt der Miriam zuwenden und das merkt sie auch sozusagen, ja, indem ich mich ihr zuwende. Das ist schon eine wichtige soziale Information, die wir in dem Raum erleben können, die uns hier eigentlich verloren geht. Oder hier eben halt in Teams, da ist eine besondere Situation, dass ich eben hier durch das Grün-Gelb-Rot-Information im Grunde genommen schon auch eben Social Awareness habe. Also insofern, wenn es nur um die Social Awareness geht, kann ich eigentlich in Teams schon mit so ganz minimalen Informationen eigentlich den Hinweis geben, ich bin da, ich bin ansprechbar. Also Sie sehen, das sind sozusagen ja die Entwicklungen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Und wo eben halt so die Frage ist, welche Bedeutung hat eigentlich der 3D-Raum, welches zusätzliche didaktische Potenzial in der Gestaltung haben wir? Und mir ist wichtig, halt doch auf ein paar, ich sage jetzt etwas boshaft naive Annahmen, doch hier vielleicht etwas provozierend in die Diskussion reinzugehen. Vielleicht sehen Sie das ganz anders, aber ein Punkt, der erste Punkt ist die Annahme, mehr Information ist besseres Lernen. Die These könnte ja sein, dieser Raum ist deswegen so toll, weil wir ja hier unheimlich viel Informationen haben, weil wir ja unheimlich viel bieten können. Der Raum, ich sehe oben die Lampen, ich sehe Fenster raus, ich sehe da draußen ist was, ich weiß, da hinten gibt es eine coole Bar. Also es ist sozusagen sehr viel an Informationen und deswegen könnte man sagen, ist das Lernsetting besser. Dummerweise sagt nur uns die empirische Lehr-Lernforschung, hier insbesondere mit Verweis auf die Theorie der kognitiven Belastung, dass mehr Information den Lernprozess sogar eher belasten kann. Die Didaktisierung fordert immer sehr praktisch eine, wie soll ich sagen, eine Fokussierung, eine Strukturierung, eigentlich eine Reduktion der Information. Und insofern ist das ein schwieriges Argument. Hier auch die Idee, wir würden jetzt mehr Sinneskanäle ansprechen. Da kann man auch nur darauf verweisen, dass das in der Lehr-Lernforschung wirklich abgefrühstückt ist, diese These. Es ist eben nicht der Sinneskanal, sondern es sind die multiple Codierung, die möglicherweise von Vorteil ist, werde ich gleich nochmal zeigen. Das Präsenzerleben ist tatsächlich natürlich abhängig von der Technik, die man einsetzt, aber eben, ich habe es gerade bei Teams gezeigt, eigentlich reichen minimale Hinweisreize im Hinblick darauf, ob eben halt ein Präsenzerleben stattfindet. Da brauchen wir eigentlich nichts, brauchen wir uns nicht in einem solchen Raum unbedingt einzufinden. Und das Immersionserleben ist natürlich auch hier abhängig von der Technik, aber ganz hart gesagt, Sie können eine Immersion auch empfinden, wenn Sie ein gutes Buch lesen, also ein packendes Buch, ein spannendes Buch, ein Buch, was Sie sozusagen reinzieht in die Geschichte. Ihnen sind vielleicht auch schon mal beim Lesen eines Buches Tränen geflossen. Also es kann Sie auch emotional mitnehmen. Immersion ist kein Merkmal einer Technologie. Das ist hier eine ganz wichtige These eines natürlich Psychologen. Ein Informatiker würde vielleicht sagen, eine immersive Technologie ist eben beispielsweise eine 3D-Brille. Ein Psychologe würde ganz klar sagen, Immersion ist ein psychologisches Phänomen und hängt gar nicht von der Technologie ab. Und schließlich die These, dass 3D besser ist als 2D. Die Idee, dass durch die dritte Dimension eben halt wir ja auch wiederum mehr Information haben, die Sinneskanäle besser ansprechen können oder eben halt auch ein Immersionserleben fördern können. Auch hier müssen wir gleich schauen, warum das eigentlich eine problematische Annahme ist, wie wir damit umgehen. Hier also erstens nochmal der Verweis auf die kognitive Theorie der Belastung. Sehr, sehr intensive Forschung dazu gehe ich nicht darauf ein, sondern sage nur eben das Ergebnis ist, wir müssen eigentlich um den Lernprozess zu unterstützen, möglichst lernirrelevante Aspekte ausblenden. Also sozusagen auch bei zum Beispiel Hörsälen, auch zum Beispiel bei Schulklassen, ist eine heftige Diskussion, ob das eigentlich gut ist, wenn die Lehrkräfte an die Wand überall Blümchen machen und noch hier noch einen Aushang und da noch was hinhängen und ob ja und so weiter und so weiter. Oder ob es nicht wichtig ist, eigentlich den sensorischen Input sogar eben zu reduzieren, damit die Fokussierung besser gelingt. Hier nochmal dieses Modell von dem Dual Code. Und dem Verweis darauf, bitte, ja, wenn Sie es noch nie gehört haben, ganz wichtige Basisliteratur für den
Mediendidaktiker, dass eben halt es nicht gut ist, die Informationen über mehrere Kanäle, mehrere Sinneskanäle zu transportieren, sondern die Kodierung von Informationen relevant ist. Also Kodierung wäre zum Beispiel Text plus Bild. Das erweist sich tatsächlich als sehr vorteilhaft, aber zum Beispiel eben einen Text vorzulesen, ist nicht gut, weil es also ein verbaler Code über das auditive und visuelle System wahrgenommen wird. Gibt es ganz viele Einzelergebnisse, die uns darauf verweisen. Also hier diese Thematik der dualen Codierung. Ja, das ist also hier die Kurzfassung von vielen, vielen Forschungsergebnissen. Zwei Symbolsysteme sind tatsächlich vorteilhaft. Zwei Arten der Symbolisierung von Informationen, aber eben nicht zwei Wahrnehmungskanäle der gleichen Informationen. Und jetzt kommen wir auf einen Knackpunkt zu sprechen, der mir schon hier heute in diesem Zusammenhang schon, glaube ich, auch ein zentraler Punkt ist, wenn wir über VR-AR-Technologien sprechen. Was passiert denn bei der Wahrnehmung? Nun stellen wir uns ein zweidimensionales Bild vor, was wir hier sehen. Aus dem Logo, aus dem Hintergrund der Uni Duisburg-Essen. Das ist eine zweidimensionale Darstellung. Wie wird die abgebildet? Auf der Netzhaut, auf dem Auge. Sie wissen, die Netzhaut ist eine zweidimensionale Fläche. Jede Information, die wir aus unserer Umwelt entnehmen, wird zunächst einmal zweidimensional auf unserer Netzhaut abgebildet. Da gibt es kein Vertun. Das Spannende ist, dass unser Wahrnehmungsapparat eine ganz automatische Tendenz hat, aus jeder Art von zweidimensionaler Information automatisch eine dreidimensionale Information zu erzeugen. Wir können das praktisch gar nicht ausschalten, ganz schwer nur ausschalten bewusst. Die Dreidimensionalität entsteht also gar nicht aus der Ursprungsvorlage, sondern ist eine kognitive Leistung des Apparates. Nehmen wir hier ein 3D-Bild, also jetzt nehmen wir den Apfel hier, auch der wird, ja, nehmen wir an, vor mir liegt ein Apfel, der wird zweidimensional abgebildet und wird von mir dreidimensional kodiert, rekodiert, weil ich weiß, ein Apfel ist ein dreidimensionales Objekt. Wir sehen aber hier unten eine sogenannte unmögliche Figur. Ja, Penrose ist hier der Künstler, der das in verschiedenen Varianten aufgemalt hat. Wir sehen hier diese Figur und wir haben das Gefühl, das sind Treppen, die gehen nach oben, aber dann sehen wir, diese Treppen gehen gar nicht nach oben. Und das Spannende ist, selbst wenn Sie es wissen, dass das eine unmögliche Figur ist, Sie gucken drauf und Sie haben automatisch eine 3D-Wahrnehmung hier erzeugt, ein 3D-Abbild in Ihrer Wahrnehmung. Sie können praktisch diese dritte Dimension nur ganz schwer ausschalten. Das Spannende ist, sie wird automatisch erzeugt. Ja? Nochmal, das ist hier eine 2D-Vorlage. Wir sagen aber, das sind aufstrebende Stufen. Also hier nochmal der Punkt, jedes 2D-Objekt wird automatisch nach tiefen Informationen ausgewertet. Und jeder Künstler, der auf einem Bild malt, ja, weiß, wie wir mit tiefen Informationen, wie er das Bild mit der tiefen Information versehen muss, um eben tiefen Raumwahrnehmung zu erzeugen. Es gibt eine Frage, ab wann das eigentlich entstanden ist. Ist das erst in der Renaissance entstanden? Gibt es Beispiele, dass schon in der Höhlenmalerei man wusste, wie man diese tiefen Informationen in 2D-Bildern andockt? Also spannende Frage. Hier also jetzt die Überlegung, was bedeuten diese Punkte für unsere Medien, für die Arten der Präsentation. Also hier zunächst einmal, welche Arten von Möglichkeiten haben wir in der Darstellung? Zunächst die Bildschirmtechnologie, die präsentiert die Informationen. Die AR-Brille, da werden zusätzliche Informationen eingeblendet. Bei VR wird dieses immersive Erleben unterstützt oder eben halt ganze Caves, die eben halt Aufbauten sind, wo ich mich in einem ganzen Raum empfinde. Und was für Arten von Inhalten können wir da präsentieren? Zum einen natürlich Bild, Grafik, Diagramme. Die ist wichtig für uns, dass da eigentlich eine didaktische Reduktion möglichst stattfindet. Wir haben Computersimulationen, die wir darstellen können, wo wir mit Parametern manipulieren können. Dann geht der nächste Schritt in Richtung First-Person-View, wo wir also uns bewegen im Raum, wo es auch spannend ist, eben halt eine zeitliche Sequenz zu erzeugen aus didaktischer Sicht. Wir können auch mit natürlichen Interfaces arbeiten, wo eine freie Bewegung im Raum wird, mit Motion-Trackern und so weiter. Oder es könnten auch Intelligent Artifacts sein, also sozusagen Artefakte, mit denen ich
interagiere, zum Beispiel also eine Puppe, bei der ich die Herzmassage übe, da ist die Interaktion eben dann tatsächlich mit einem Artefakt, das auf gewisse Weise auf mich reagiert. Also Sie sehen von dem einzelnen Bild, der Grafik, die Simulation, eine Bewegung in einem Raum mit natürlichen Interfaces und den intelligenten Artefakten, sehen Sie eigentlich immer mehr einen Übergang hin zu konkreteren Repräsentationen. Aber im Grunde genommen können wir aus didaktischer Sicht alle diese Varianten wählen, um eben halt unser Lernobjekt zu implementieren. Ich hoffe, das ist sozusagen in der Übersicht deutlich geworden. Bisschen schnell vielleicht. Hier nochmal, das ist für uns eben halt so eine zentrale Folie, mit der deutlich werden soll, was für uns so der Entscheidungsraum ist, wo wir denken, wo wir uns bewegen und wo wir auch sagen würden, das ist nicht a priori gut oder schlecht. Die eine Technologie ist nicht a priori besser, sondern wir müssen eben überlegen, welche Arten von Inhalten wollen wir denn eigentlich darbieten, welche bieten sich an, um eben halt den Lernprozess zu unterstützen und eben halt mit welcher Technologie können wir arbeiten. Und Sie sehen natürlich immer der Bildschirm einerseits, der Bildgrafikdiagramm, das ist natürlich die Baseline. Das ist unser Standard, mit dem wir aber eben halt schon auch sehr viel machen können. Und insofern ist das für uns natürlich immer die Frage, welcher zusätzliche Nutzen kann eben halt hier durch die anderen Technologien entstehen. Und damit komme ich schon zur letzten Folie und habe ich auch die Zeit tatsächlich hier schön im Blick. Sie sehen also, bei der Didaktisierung von solchen Szenarien erscheinen uns hier diese Fragen relevant, die im Grunde genommen natürlich typische Fragen sind, die wir in jedem didaktischen Design stellen. Wir müssen die Ziele genauer benennen, was wir denn wirklich in dieser Welt vermitteln wollen, wie diese inhaltliche Struktur ist. Spannend ist eben halt auch, dass wir hier uns nochmal über die temporale Struktur auch einigen wollen, also sprich, in welcher zeitlichen Dimension soll der Lernprozess gestaltet sein. Mache ich hier einen Lernpfad durch die Gebäude? Ja, wie kann ich sozusagen hier den Lernprozess in eine Sequenz bringen? Welche Lernerfahrungen möchte ich denn im Grunde genommen in dem Raum gemacht werden? Ja, wie kann die Lernerfahrung mit dem Raum zusammenkommen? Und schließlich und dann erst können wir eigentlich entscheiden, ist es der Bildschirm, ist es AR, ist es VR? Welche Art von Visualisierungstechnologie möchten wir wählen? Für den Didaktiker ist sozusagen klar, dass das eigentlich als sozusagen Endpunkt der Entscheidung ist und dass wir im Grunde nicht a priori jetzt sagen würden, wir machen AR oder VR, sondern das sollte ja sozusagen am Ende unseres Konzeptionsprozesses stehen. Momentan arbeiten wir ja in einem sehr schönen Projekt mit der Uni Potsdam zusammen an einer VR-Anwendung, wo wir eine ganze Lackierwerkstatt versuchen mit VR zu unterstützen. Da sehen wir schon enorme Potenziale, Möglichkeiten, diesen Trainingsprozess, dieses ausgesprochen anspruchsvollen Fertigkeitserwerbs zu unterstützen. Da haben wir also ein sehr schönes Beispiel, ein sehr schönes Projekt, wo wir das implementieren können. Ich glaube, das wird auch hier in der Reihe noch einmal vorgestellt, genauer und intensiver. Aber letztlich, wenn wir hier einmal grundsätzlicher darüber nachdenken wollen, müssen wir natürlich solche didaktischen Kriterien uns auch weiter überlegen. Und insofern sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ich wäre am Ende. Und wenn Sie Fragen haben, freue ich mich über Ihre Fragen. Ich freue mich für Ihren Applaus. Dankeschön, danke. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Input. Und ich glaube, wir können erstmal den, oder du kannst erstmal den Applaus genießen. Absolut. Danach, kann ich mir vorstellen, dass es viele interessante Anmerkungen und vielleicht auch Nachfragen gibt. Und dazu würde ich Sie, wir sind immer noch rund um 50 Leute, das freut mich sehr, bitten, einfach Ihre Hand zu heben. Dazu können Sie die Raise Hands Funktion unten rechts benutzen oder das Emoticon sozusagen in Ihrer Symbolleiste. Oder einfach tatsächlich so die Hand winken, dann sollte ich das oder sollte ich oder Raphael Zender das auch sehen. Genau. Dann würde ich Sie dann, weil jetzt sind noch alle auf leise gestellt, dann immer individuell auf laut stellen. Insofern jetzt die Frage an Sie, bestehen Fragen, gibt es Anmerkungen? Trauen Sie sich ruhig.
Ja, ich sehe, Herr Falti meldet sich. Der steht hier unten rechts. Dann würde ich Ihnen die Rechte geben, dass man sie auch hören kann. Bitte schön. Man müsste Hallo. Sie hören können, Herr Falkin. Ja, genau. Nee? Ich glaube, man hört Sie. Ich höre Sie nicht. Sie hören mich nicht? Nein, ich höre nicht. So, hallo. Ja, ich höre ihn auch nicht. Ja, jetzt. Hallo. Ah, jetzt. Perfekt. Jetzt können Sie mich hören. Sehr gut. Super. Sie hatten ja einige Einschränkungen genannt oder Warnungen, dass man nicht zu früh technikverliebt sein sollte hier und die neuen Möglichkeiten. Haben Sie denn auch ein paar positive Beispiele mitgebracht, wo Sie Lernprogramme oder Trainingseinheiten gesehen haben, die wirklich Virtuality voll ausnutzen und das in einer didaktisch guten Weise? Ja. Also übrigens, ich bin durchaus technikverliebt. Also verstehst du, ich habe gar kein Problem mit dem technikverliebt. Mir geht es am Ende wirklich um den Erfolg einer guten Technik. Verstehen Sie, das ist also der Punkt. Wir müssen durchaus mit aller Begeisterung die Dinge ausprobieren, um eben halt wirklich gute Szenarien zu liefern. Mein Problem ist einfach nur, dass viele Beispiele leider nicht zu Ende gedacht sind und einfach nicht klug didaktisch konzipiert sind. Ich muss entschuldigen, dass ich sozusagen heute keine Beispiele mitgebracht habe, sondern wir sind so verblieben, dass wir auch in den anderen Sessions schöne Beispiele sehen werden. Und insofern war mein Auftrag, ich sollte hier genau diese Grundsatzfragen einmal aufgreifen, sonst hätte ich natürlich mit Begeisterung unsere wunderbare Lackierwerkstatt hier vorstellen können, oder wir als Team sozusagen. Denn ich will Ihnen da nur den großen Hinweis geben, eben bedenken Sie, ich wusste es früher nicht, aber viele Auszubildende in einer Lackierwerkstatt haben sehr wenig Chance, an einem echten Auto zu üben. Wir waren selbst erstaunt, dass in 3 Jahren Ausbildung so wenig Praxiserfahrung bei den Auszubildenden vorhanden war. Und da war ganz offensichtlich, dass eine virtuelle Umgebung eine ideale Möglichkeit ist, um eben halt so eine Fertigkeit zu trainieren. Also eine Antwort zum Beispiel auf Ihre Frage kann sein, bei VR ist eben halt etwa ein spannender Aspekt das Trainieren von Fertigkeiten. Ne? Der Fertigkeitserwerb, denke ich, ist sehr wichtig, ein Aspekt, den wir uns anschauen können. Das Zweite, was wir heute eben nicht so optimal heute noch in diesem Raum machen können, ist, ich habe es eben angedeutet, ist eigentlich schon auch die spannende Frage der sozialen Interaktion. Also sprich, so ist es so die Frage, wir könnten jetzt überlegen, dass wir uns zu kleinen Gruppen treffen. Wir könnten jetzt hier eine Aufstellung machen. Wir könnten uns hier der Größe nach aufstellen. Wir könnten uns hier nach Interessen aufstellen. Wir könnten versuchen, irgendwelche Arten von sozialer Interaktion in diesem Raum machen, die ich eben anderswo auch nicht realisieren kann. Das ist zum Beispiel, glaube ich, ein didaktisch auch spannender Aspekt. Aber wenn ich es ganz hart sagen soll, ich sage es ganz hart heute, jetzt selbstkritisch, eigentlich die Idee, dass ich mich in einem Raum treffe und eine zweidimensionale PowerPoint-Präsentation präsentiere, finde ich heute total lustig und ja, freue mich total, dass wir es machen können. Aber Sie ahnen, im Grunde genommen schöpft das die Potenziale unserer Technologie eigentlich noch gar nicht wirklich aus, sondern das ist ja eigentlich auch wieder nur eine Abbildung einer Metapher aus dem normalen, aus der Nicht-VR-Welt hier rein. Ich denke, heute, wo wir uns sowieso kaum treffen können in solchen Settings, ist das auch toll, ja? Und gefällt mir das. Aber Sie sehen, als Didaktiker muss ich natürlich die nächste Frage stellen, sozusagen, wie kann ich jetzt dieses Setting hier im Grunde genommen eigentlich nutzen, um diesen Mehrwert zu generieren. Ich habe Raphael Zender gefragt, können wir nicht wenigstens einen Löwen hier reinlaufen lassen oder können wir nicht irgendeine dreidimensionale Aktivität hier auch veranstalten, um dieses Spezifikum auch nochmal erfahrbar werden zu lassen. Also das sind für mich die Fragen, die mich beschäftigen. Also wirklich in der Begeisterung auch für die Technik, wirklich auch diesen fragenden Blick aufrechtzuerhalten, wo sind denn wirklich diese Chancen? Weil ich auch nur glaube, so setzen sich Technologien in der Didaktik durch. Wenn ich nochmal kurz intervenieren darf, Michael, wir haben es tatsächlich in der Session am Mittwoch, oh, da ist ein Wolf. Wenn du guckst, Raphael Zender projiziert gerade einen Wolf, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist dann zwar kein Löwe, aber...
Immerhin. Kann ich den streicheln? Genau, ich hoffe, der beißt nicht. Ich auf die Schnelle nicht. Super. Genau, aber worauf ich eigentlich hinweisen wollte, ist, dass wir in der Session am Mittwoch tatsächlich so eine Aufstellungsaufgabe gemacht haben. Und zwar hatten wir an der rechten Seite dieses Raums hier den positiven Trend und auf der linken Seite des Raums den negativen Trend. Und die Leute hatten die Aufgabe, sozusagen sich innerhalb des Publikumsbereichs sozusagen eher links oder rechts einzuordnen, je nachdem, ob sie eher Potenziale oder Herausforderungen für VR/AR in der beruflichen Bildung sehen. Das haben wir schon versucht und vielleicht nochmal zu Ihnen, Herr Faltin. Genau, das Projekt Tendelvia wird natürlich noch eine Rolle spielen, die Ihnen auch nochmal vorstellen. Aber ich möchte auch gerne alle anderen natürlich dazu motivieren, auf Discord oder hier oder im Nachgang im Gemeinschaftsraum sich über erfolgreiche Projekte, die bisher stattgefunden haben, auch auszutauschen und zu informieren. Genau, Herr Faltin, ist die Antwort für Sie so befriedigend oder hat sich da noch eine Nachfrage gestellt? Ich glaube, Herr Faltin ist mit dem Wolf beschäftigt. Okay, Herr Faltin, dann würde ich mal an den nächsten gehen und würde Herr Johannes T. hat sich auch gemeldet. Ich würde Sie dann ebenfalls auf laut stellen. Sie sind dann jetzt laut. Also hallo nochmal. Ich wollte ganz gerne mal fragen aus der medienwissenschaftlichen, mediendidaktischen Richtung. Achso, können Sie mich überhaupt verstehen? Ja, sehr leise. Sehr leise. Sie ein bisschen lauter reden, genau. Ja. Okay, also dann der Versuch etwas lauter. Gibt es denn sowas wie eine Art Best... Jetzt kann man es leider gar nicht mehr hören. Gar nicht. Ah, okay, schade. Ja, sorry. Nochmal neu. Jetzt kann man es wieder hören, versucht es nochmal neu. Okay, nochmal neu, alles klar. Gibt es eine Do's and Don'ts Liste oder Best Practices aus der Medienwissenschaft? Das würde, glaube ich, allen helfen. Ja, der Gedanke wäre eben halt absolut, wäre im Grunde genommen wirklich, das wäre das Raster, so wie wir es eben halt in der Mediendidaktik üblicherweise anlegen. Ich glaube, dass diese Technologie eben in dem Sinne dieses Raster, was wir in der Mediendidaktik haben, im Grunde genommen genauso gilt. Verstehen Sie? Also auszugehen davon, genau zu überlegen, was habe ich für Lehrziele? Genau zu definieren, habe ich eigentlich Wissenslernziele, habe ich Fertigkeiten, habe ich Einstellungen, auf welchem Level habe ich Wissen, auf welchem Level ist Fertigkeiten, ja? Also dieses systematische Abgehen, welche didaktische Methodik habe ich eher Exposition, Exploration, wie will ich die Lernorganisation machen? Alle diese Fragen, die wir in der Mediendidaktik systematisch hintereinander abarbeiten, die gelten auch für VR-Szenarien. Und die Überlegung wäre, wenn man das anständig abarbeitet, dann müsste man eigentlich auch zu einem guten Szenario kommen. Das ist sozusagen die Sicht jetzt des Instructional Design. Ne? Ich habe jetzt keine Liste mit dem Motto, wie man jetzt VR im Inneren gestaltet. Das habe ich nicht mit. Und dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sehe ich einfach auch noch nicht sozusagen wirklich so furchtbar viele Best Practices, als dass wir das sozusagen wirklich so zuverlässig schon herausarbeiten können. Zumindest wir können es am Learning Lab noch nicht so zuverlässig herausarbeiten. Ich glaube, da ist aus meiner Sicht die Befundlage auch nicht so eindeutig, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich Ihnen sage, wie kann man Videokonferenzen gut gestalten, wie kann man Moodle gut gestalten. Das ist State of the Art. Da gibt es natürlich längstens solche Antworten auf Ihre Fragen. Tut mir also leid, Sie hätten es sich bestimmt konkreter gewünscht, vermute ich. Aber hier gilt jetzt erstmal sozusagen, glaube ich, diese These, dass wir eigentlich mit solcher mediendidaktischen Analyse und Entscheidungskriterien schon auch gut solche Szenarien auch konzipieren können. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt, ne? Das ist in diesem Buch zur Mediendidaktik hier ausführlich beschrieben über viele Seiten, welche Kriterien zur Analyse und Entscheidung da relevant sind. In dem Buch steht eben halt auch wenig zu VR drin, weil es das sozusagen so auch nicht gibt. Aber die These ist eigentlich, hängt das gar nicht so sehr von der Technik ab, sondern die Instructional Design Fragen sind eigentlich immer die gleichen.
Johannes Thewe, hat das Ihre Frage beantwortet? Ich habe gesehen, Sie haben sich nochmal gemeldet. Sie haben immer noch die Sprechrechte, also können sozusagen darauf direkt reagieren. Ich höre nicht. Ich höre leider auch nicht. Nee. Okay. Sonst melden Sie sich gleich gerne nochmal, dann würde ich Sie nochmal erneut dran nehmen. Dann würde ich jetzt weitergehen zur nächsten Anfrage, und zwar von Rolf Kruse. Ah nee, jetzt hat Johannes T. sich wieder gemeldet. Versuchen wir es noch einmal, ob es klappt. Ja, jetzt bin ich wieder da, oder? Ja, Sie sind wieder da. Ja, genau. Eben war das Mikro tatsächlich inaktiv bei mir gewesen. Ich konnte es auch nicht anschalten. Technik. Ja, meine Frage oder die sozusagen die Bitte, der Wunsch von mir wäre dann in Richtung der Medientechnik oder Mediendidaktik, sorry. Sie haben ja sozusagen jetzt aus der mediendidaktischen Sicht beschrieben, was Sie so als Möglichkeiten sehen, wie man vorgehen würde. Das hilft sicherlich der Mediendidaktik sozusagen Ihrer Domäne. Die Anwendungsdomäne, aus der ich komme, die ist da anders vielleicht geframed oder geht mit anderen Voraussetzungen voran etc. Das wissen Sie natürlich. Ich habe gerade überlegt, was mir helfen würde, um das sozusagen für mich zu transportieren oder zu transformieren in irgendwas, was ich nutzen kann. Und da habe ich gedacht, wenn aus dem, was Sie gerade beschrieben haben, wie so eine Art Flussdiagramm würde, also so eine Art, fang hier oben an, überleg dir erst, was ist eigentlich dein Ziel, dann gibt es ein paar Entscheidungspunkte da drin, dann macht man entweder das eine oder das andere und daraus entsteht so eine Art Baum. Dann hätte man so eine Art Übertrag aus der Mediendidaktik in die Anwendung, sage ich jetzt mal so, oder in die aus der Mediendidaktik raus. Ja? Das würde ich mir wünschen. Die gute Nachricht ist, genau das finden Sie in diesem Buch. Okay, super, dann ist das genau das, was ich brauche. Dankeschön. Super, dann haben wir noch eine Anfrage von Rolf Kruse. Ich würde dich dann auf laut stellen, Rolf. So, kann man mich hören? Ja. Wunderbar, vielen Dank für den auch inspirierten und dennoch kompakten Vortrag. Ich weiß, wie schwer das ist, ein solches Feld in der Kürze auszubreiten. Es ist ja schon angesprochen worden, auch als Problematik, Herausforderung, aber auch als Chance, die Frage der Gestaltung der Umgebung. Ja, es wurde ja angesprochen, dass ein solcher Raum wie dieser Hörsaal natürlich auch im Endeffekt die gleichen Prinzipien und Leistungen vielleicht maximal machen kann, den normaler Hörsaal leistet und die Möglichkeiten nicht ausschöpft. Ich bin ja immer ein bisschen irritiert, wenn man Moodle auch als Lernumgebung bezeichnet. Ich komme aus der Architektur und sag mir, wo ist jetzt hier bitte die Umgebung? Ich verstehe natürlich die Übertragung darauf, aber Lernraum, ich finde es immer ein bisschen schade, weil man eigentlich diese Möglichkeiten des Raums so gar nicht nutzt. Die Frage würde darauf zielen, wie kann es gelingen eigentlich für die Didaktiker, mehr den Raum oder die Umgebung, der sicherlich auch von Inhalten abhängig ist, besser zu gestalten, in die Gesamtdidaktik eigentlich einzubringen. Also wie kann es gelingen, die Kompetenzen zusammenzubringen, die vielleicht Architekten haben, die das aber natürlich als eher neutralen Raum gestalten. Also so in diese Richtung, haben Sie da Erfahrungen, Vorschläge, Ideen, kann man was zusammen machen? Danke. Nee, finde ich absolut ne sehr guter Aspekt. Ich kann übrigens anmerken, dass die Dissertation, die ich erwähnt habe, von Lars Schlenker ist tatsächlich Architekt, also sprich Lars Schlenker, der jetzt am TU Dresden im Medienzentrum arbeitet, ist Architekt und hat danach unser Studium Educational Media am Learning Lab belegt. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung auch, mit ihm daran zu arbeiten, an der Frage der Gestaltung von Lernräumen in Second Life in diesem Fall. Also insofern sehe ich da absolut das Potenzial und absolut die Wichtigkeit. Der nächste Punkt ist übrigens, die Arbeit ging auch von der Frage aus, ob nicht es sogar für das Lernen zunächst einmal sehr vorteilhaft ist, wenn wir traditionelle Räume einfach 1:1 abbilden, ja, weil sie damit sozusagen sehr viel Normativität in unsere Handlungsmuster reinbringen. Also Sie wissen, dadurch, dass Sie jetzt das als Hörsaal wahrnehmen, wissen Sie, haben wir alle ein Skript im Kopf gelernt, wie man sich hier verhält. Und es ist kein Aushandlungsprozess, kein sozialer Aushandlungsprozess notwendig, um hier die Handlungsroutinen für diesen Raum zu klären.
Also insofern würde ich auch sagen, es hat auch Vorteile, ja, und das war genau seine Forschungsfrage, hat es nicht auch Vorteile, im Grunde genommen wirklich traditionelle Räume nachzubilden? Und wo ist es sozusagen der Übergang zu innovativen Räumen vorteilhaft, die eben halt andere Handlungsmuster dann vielleicht nahelegen? Also insofern ist das der Punkt. Und viel grundsätzlicher, glaube ich, ist aber eben halt das Spannende, was Sie aufbringen. Die Mediendidaktik beschäftigt sich tatsächlich zu 99% mit Lernmedien, also mit Materialien, die wir in irgendeiner Plattform, ich bin jetzt mal zurückhaltend, ja, mit dem Begriff, die wir in irgendeine Plattform einstellen, mit Videos, mit multimedialen Informationen etc. Aber sie betrachtet noch absolut zu gering den Raum, genauso wie Sie das gemeint haben. Und ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber wir als Mediendidaktiker gehen gerne auf Maria Montessori zurück, die also tatsächlich eben dieses selbstgesteuerte Lernen sehr stark im Kindergarten in der Primarstufe eingeführt hat. Und für die war wichtig der Gedanke des vorbereiteten Raums. Sie war die einzige eigentlich Schulpädagogin, die ganz klar forciert hat, nicht so sehr auf den Lehrer zu schauen, die Lehrerin, die jetzt irgendwie aktiv wird, sondern eben halt den Raum als solches betrachtete und sagte, die Lehrkraft muss den Raum gestalten. Also das war mit Maria Montessori eigentlich sozusagen für mich der Startpunkt für diesen Blick, der aber in der Mediendidaktik absolut noch nicht üblich ist, sondern eben da ist dann der Lernraum Moodle. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass das natürlich ein sehr eingeschränkter Blick ist. Wobei auch da würde ich wieder sagen, als Psychologe, es geht ja auch um das Raumerleben. Also sprich, offensichtlich erleben sich die Studierenden ja auch in einem Moodle-Kursraum in irgendwie einer Art von Raum, wenngleich ich ganz bei Ihnen bin. Das, was natürlich ausgesprochen rudimentär ist. Aber auch da haben wir eigentlich schon wieder Erfahrungsmuster entwickelt, mit diesem rudimentären Raumerleben eigentlich umzugehen. Rolf Kruse, du bist immer noch auf laut, also du könntest direkt darauf reagieren, wenn du noch was anzumerken hast. Ansonsten würde ich noch mal in die Runde ins Plenum fragen, gibt es noch weitere Anmerkungen und Fragen? Ja, Nils Faltin hat sich wieder gemeldet, ich habe es gesehen. Du bist, glaube ich, immer noch auf laut und kannst sprechen. Man hört dich aber noch nicht, also ich zumindest. Man hört dich noch nicht, oder Michael, kannst du ihn hören? Nein, man hört ihn noch nicht. Hat aber eigentlich die Rechte. Jetzt Faltin sind, glaube ich, auch nur noch stumm geschaltet, also sie müssen einfach noch ihre Stummschaltung beenden. Über den Menübutton. Genau. Oder es liegt doch an was anderem. Funktioniert es nicht? Gibt es noch weitere Fragen, um das jetzt hier zu überbrücken? Ansonsten kann ich schon mal ankündigen, dass Raphael Zender gleich links von Ihnen hier unten jetzt kann man Sie hören, Herr Faltin. Ja, sehr gut. Sie hatten ja von den Lernzielen auch die Einstellungen genannt. Ich würde vermuten, dass man dabei Virtual Reality besonders viel machen kann. Ich habe in letzter Zeit einiges gesehen, was von Oculus veröffentlicht wurde an Videos. Da geht es auch um Fragen wie, wie geht man mit Flüchtlingen um oder was haben die eigentlich mal so erlebt? Oder jetzt selbst der Aufbau, also Notre Dame ist abgebrannt in Paris. Was heißt das für die Gläubigen und wie wird es mit dem Aufbau weitergehen? Das sind sehr bewegende, allein schon 3D-Filme dazu. Sehen Sie da auch Potenzial drin, Richtung Einstellungen zu verändern? Auf jeden Fall. Aber wir wissen, dass sozusagen mediale Darstellungen insgesamt ja eben halt doch auch die Menschen sehr berühren können. Aber wir müssen einfach wirklich vorsichtig sein. Ich habe es eben erwähnt. Zunächst einmal kann auch einfach eine gut beschriebene Darstellung, ein gut geschriebenes Buch, kann die Menschen sehr bewegen, kann sie sehr in ihren Einstellungen doch auch sozusagen mitnehmen. Und ich finde, das ist schon einfach wichtig, dass wir das einfach im Blick haben. Also verstehen Sie, wenn Sie jetzt sagen, ich will VR, um die Menschen, um auf der Einstellungsebene zu arbeiten,
Ja, dann kann man das sagen, aber als Didaktiker überzeugt mich das als Argument erstmal schon mal so nicht, weil ich dann sagen würde, ja okay, aber welche spezifische Lernerfahrung bietet dieser Raum, die du nicht auch in einer anderen Art von, im Grunde genommen natürlich auch vielleicht weniger aufwendigen Inszenierungen eben darstellen kannst. Also wir müssen einfach die Technologien in ihren Chancen wirklich gegeneinander abwägen und müssen dann eben deutlich machen, wie gesagt, welche Lernerfahrung es ist. Der 3D-Raum als solches, ich habe es versucht deutlich zu machen, ist meines Erachtens nach nicht aus einer Lernperspektive gar nicht sozusagen a priori ein Argument. Ja, also zu sagen, weil es im 3D-Raum ist, deswegen ist es ja immersiver, deswegen ist es intensiver, deswegen ist es besser. Das ist einfach nicht wirklich überzeugend. Es kann total anregend sein, es kann total überwältigend sein. Ich habe hier auch mit der Brille hier die Möglichkeit gehabt, faszinierende, sehr, sehr auch ja, emotionale Szenen zu erleben, wo es einem auch vielleicht so ganz, man merkt, wie der ganze Körper mitgeht. Aber dennoch bleiben die Kriterien, die ich genannt habe, glaube ich, schon bestehen. Und insofern wäre meine Antwort klar, ja, ist das ein wichtiger Aspekt, die Einstellungsebene. Aber wir müssen eben, wie gesagt, fragen, welche Lernerfahrung tatsächlich in diesem Raum als Möglichkeit besteht. Ne? Ja, okay, danke. Ich sehe eine weitere Meldung. Frau Julia Thurn hat sich gemeldet. Dann würde ich sie jetzt auf laut stellen. Nee, Sie haben gerade Ihre Anfrage zurückgezogen. War das ein aus Versehen? Gehe ich dann mal von aus. Ansonsten müsste sie sich nochmal melden und die Hand heben. Bei mir bei mir war es gerade kurz weg. Jetzt dann mache ich Sie mal kurz auf laut. Sie sind jetzt auf laut und haben gerne sprechen. Dass Sie mich aufgerufen haben, habe ich meine Hand gleich wieder runtergenommen. Gut. Also haben Sie jetzt eine Frage? Sie wären nämlich jetzt auf laut. Aber wir hören Sie nicht. Nee. Frau Thurn? Ich guck mal kurz, vielleicht kann ich hier nochmal ihr eine Anfrage schicken, dass sie sich laut schaltet. Jetzt müsste also die rechte hat sie. Ja, jetzt habe ich sie wieder. Einmal war mein Mikro wieder aus. Sie haben ja erzählt von Second Life und dass Sie da auch viele Kurse und so gemacht haben. Woran hat es gelegen, dass eigentlich Second Life jetzt nicht mehr so den Durchbruch hat? Oder denken Sie bei VR, AR wird es dann anders? Lag das am Design? Lag das an der Technik, dass die Menschen vielleicht noch nicht so weit waren mit der Akzeptanz? Das würde mich gerne Ihre Einschätzung interessieren. Ja, also ich meine, zunächst mal sage ich, ich bin Mediendidaktiker und insofern muss ich mich im Prinzip zurückhalten. Also im Grunde genommen würde ich zunächst mal sagen, wir waren eigentlich überrascht, dass Second Life einfach aufhörte. Mein Gefühl war, dass das damals eigentlich eher ein wirtschaftliches Problem war und dass das eigentlich da zu dem Zeitpunkt, als es aufhörte, gab es zigtausende User auf der Plattform. Wie gesagt, wir mussten also diese Insel kaufen, wir haben eine Insel bezahlt, die wurde nach Quadratmetern berechnet, also wir haben auch richtig dafür gezahlt, wir haben viel investiert in den Aufbau der Gebäude, also insofern, es war eine gewisse Community da, die das nutzte, insofern war für uns einfach das Ende eigentlich überraschend. Und wenn ich sozusagen eine Parallele ziehen würde, ist für mich fast so wie eben halt die Frage, warum ist WebCity vom Markt genommen worden? Das war damals zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste Lernplattform weltweit, nur einfach, weil die Firma eben halt dieses Produkt nicht weiter betreiben wollte. Also insofern muss ich zugeben, ich weiß nicht wirklich den Grund, warum das eingestellt worden ist, das Produkt. Gegenargument wäre, dann hätte sich ja vielleicht ein anderes Produkt durchsetzen können. Aber ich will auch mal auf ein Problem hinweisen. Im Grunde genommen war ein Problem in der Plattform schon, das muss man also wirklich sagen, das Problem war die Navigation, war einfach zu mühsam. Die Navigation war wirklich mühsam in dem Raum selbst, aber auch um in den Raum hineinzukommen. Also ich finde auch jetzt hier in Altspace, finde ich, sozusagen in den Raum hineinzukommen,
ohne Miriam, wir haben das zwei, dreimal geübt, in den Raum reinzukommen. Das fand ich zum Beispiel hier auch vergleichsweise auffällig. Aber wie gesagt, also das Navigationsproblem war da auch durch die eben halt nicht VR-Brillentechnologie, sondern eben halt alles am Bildschirm nur zu haben. Das war ein Problem und es waren natürlich auch viele technische Probleme da, dass eben halt das mit dem Audio, mit dem nicht so funktionierte. Also eigentlich ist ja auch bei Second Life schon die Idee gewesen, dass ich, wenn ich jetzt zu Miriam gehe, dass ich unmittelbar gut mit Miriam sprechen kann, aber nicht sie höre etc. Also dass das sozusagen so funktionierte, war auch nicht immer zuverlässig. Also wie gesagt, Sie sehen, ich bin wirklich am Rumraten, woran das liegt. Aber ich würde auch sagen, dass eben halt diese Technologie mit solchen Räumen, sie zu vermarkten, sie durchzusetzen, schon auch, wie gesagt, nicht leicht sein wird. Das wird mühsam sein. Ich würde nicht hundertprozentig sicher sein, dass es sich sozusagen in so einer Breite wir durchsetzen können. Ich sehe eher hier die Chance bei sehr spezifischen Lernszenarien, wie unsere Lackierwerkstatt, wie mit spezifischen Kontexten, wo eben halt ein Training erfolgen kann, wo ich dann dieses Setting habe, wo ich dann etwas üben will in einem spezifischen Raum. Aber so die Idee, ich habe sozusagen so virtuelle Welten, in denen man sich so bewegen kann, Räume kaufen kann, da bin ich noch unsicher, ob sich das durchsetzen wird. Aber Sie wissen, Vorhersagen sind im digitalen Bereich sozusagen ungefähr zu 50% richtig und zu 50% falsch. Vielen Dank. Vielen Dank auch Fortune für diese spannende Frage. Dann will ich noch eine letzte Frage von Thorsten Fell dran nehmen. Sie werden dann jetzt auch auf laut. Herr Dr. Keres, eine Frage. Hier oben stehe ich. Hallo. Erstmal ganz hier oben. Haben Sie schon in Ihrer Forschung Ergebnisse zum Thema Vergleich Lernerfolg in 3D am Screen, am Monitor und in der VR? Also dieselben Lerninhalte sozusagen, wenn ich das am Bildschirm mache, im Vergleich zu VR. Ja, wissen Sie, ich kann Ihre Frage natürlich gut nachvollziehen, aber im Grunde genommen ist das der Punkt der, dass es in der Mediendidaktik oder wie man im Englischen sagt, Educational Technology, dass in der Forschung solche Arten von Vergleichen eigentlich verpönt sind. Also auch so die Idee, ich vergleiche E-Learning mit einem konventionellen Unterricht oder ich vergleiche Video mit einem Audio oder so etwas, weil man im Grunde genommen davon ausgeht, dass das sozusagen auf dem Level nicht als solches vergleichbar ist. Es hängt ja natürlich vollkommen davon ab, was für einen Inhalt Sie präsentieren wollen. Also sprich, wenn ich natürlich eine wirklich überzeugende dreidimensionale Lernerfahrung biete, ja, dann ist bestimmt die 3D-Erfahrung vorteilhaft. Aber vielfach ist die 3D-Lernerfahrung ja gar nicht so überzeugend. Also sprich, wir haben jetzt hier im Raum bestimmt, Miriam, wie viele von, ich kann es nicht sagen, wie viele sind von Ihnen jetzt mit 2D zugeschaltet am Bildschirm? Wisst ihr das? Kann ich jetzt für heute pauschal nicht sagen, aber insgesamt haben wir 100 Anmeldungen und wie viele waren davon nochmal mit Brille, Raphael? Von den 100 waren gut 60% mit Feuerbrille. Ja. Mhm. Gut, also aber das heißt im Klartext wahrscheinlich 60%. Ja, also das heißt eben halt, wir haben hier ja auch sozusagen eine Situation, wo knapp die Hälfte die Brille hat und knapp die Hälfte eben keine Brille hat. Und wir müssten jetzt hier ja auch nüchtern sagen, nochmal, ich finde es total cool und lustig und mir macht es Spaß und ich finde es toll, dass wir es hier mit den Brillen auch machen können. Aber wenn wir es jetzt ganz knallhart auf so ein Kriterium wie Lernerfolg betrachten würden, dann würde ich nüchternerweise erwarten, dass die 2D-Darstellung am Bildschirm, die Leute, die das jetzt hier meiner Präsentation hier PowerPoint folgen, dass die genauso gut dem folgen können. Ja, insofern, warum nehme ich das an? Weil eben halt, ich habe es ja eben auch in aller Freundschaft hier deutlich gemacht, dass wir ja hier ein cooles Arrangement haben, aber ja eben halt keine spezifische dreidimensionale Lernerfahrung in diesem Raum wirklich implementieren können, momentan jetzt in dieser Situation. Deswegen eben halt ist in der Mediendidaktik, verstehen Sie, ein solcher Vergleich eigentlich wird er als problematisch erachtet, außer Sie würden zum Beispiel jetzt hinzufügen,
Sie haben eben halt eine spezifische Lernerfahrung und hätten also sozusagen ein 2x2-Design. Ja, dann würde man nicht jetzt das eine mit dem anderen vergleichen, sondern würde man einen Interaktionseffekt erwarten. Darf ich da noch einmal ein bisschen nachhaken? Bitte. Sie haben ja in Ihrer Präsentation deutlich gesagt, dass der Vorteil von 3D anscheinend nach Ihrer Einschätzung relativ gering ist. Das heißt, rein theoretisch, ich überspitze jetzt ganz bewusst und mal ein bisschen schwarz-weiß, könnten wir alles 2D machen und dann wäre die Welt in Ordnung? Fragezeichen? Ja, die nüchterne Antwort ist nochmal, die Netzhaut ist zweidimensional. Also sozusagen, verstehen Sie, alles, was ich hier auch mit dieser Brille, Sie mir, wir erzeugen an Pixelinformationen, ist ja im Grunde genommen sozusagen auf der Brille auch eine zweidimensionale Information, die wird auf meine Netzhaut abgebildet. Und was macht mein Gehirn? Mein Gehirn rechnet automatisch eine dreidimensionale Information aus. Also sozusagen, das müssen wir einfach nüchtern betrachten. Die spannende Frage ist eben halt, welche Zusatzchance bietet mir die dreidimensionale Information? Darauf will ich hinaus. Ja? Und insofern eben halt ist das also sozusagen auch der Appell daran. Wir müssen überlegen, welchen Zusatznutzen das tatsächlich wir bieten. Wir werden recht nüchtern sein, wenn wir einfach sagen, hey, das ist doch cool, dann bist du in einem dreidimensionalen Raum. Das ist jetzt heute auch cool. Aber sozusagen jedes Mal, das ist dann der Neuigkeitseffekt, der in sich bei Medien immer abnutzt, schnell. Ja, der Neuigkeitseffekt geht weg und dann geht es sozusagen wirklich als eingemacht und die Frage, ja, wo ist denn der zusätzliche Nutzen tatsächlich? Aber das würde ja bedeuten, dass ein Höhenangstpatient am Bildschirm auch in die Höhe gestellt werden könnte, was ja per se nach meiner Information nicht wirklich funktioniert, aber in der VR ohne Probleme funktioniert. Da kann ich Ihnen als Psychologe sagen, dass in meiner Ausbildung, in meinem Studium, kann ich Ihnen sagen, wie wird Höhenangst therapiert? Weil wer weiß es? Ja, wir können jetzt nicht so leicht fragen, nämlich das geschieht alles nur kognitiv. Sie liegen auf einer Entspannungsliege und der Therapeut sagt, wir steigen jetzt die Treppen hoch, stellen Sie sich vor, wie Sie die erste Treppe nehmen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Also sozusagen, das geschieht alles nur geistig sozusagen. Insofern ist das genau ein Beispiel dafür, ein Beleg dafür, dass ja eben halt der entscheidende Knackpunkt im Gehirn passiert. Ne? Die Person kriegt dann Angst, wenn sie sich vorstellt, dass sie jetzt auf den Balkon tritt und so wie hier ist jetzt hier die Bühne geht runter, dann kriegt die Person Angst. Ne? Aber das ist rein die Vorstellung. Gut. Ja, ich hoffe, die Antwort war soweit befriedigend. Dann, da ich sehe, dass es auch keine weiteren Meldungen mehr gibt, würde ich Raphael bitten, hier einen Teleporter zu erstellen, der dann in den Gemeinschaftsraum führt. Und da wird es dann nämlich auch die Möglichkeit geben, Einzel- oder Gruppengespräche, eben das, was Michael Kerres gerade angesprochen hat, also Privatgespräche der sozialen Interaktion, auch möglich sein. Ich möchte alle ganz herzlich einladen, dort noch mit hineinzukommen. Der ist auch zeitlich immer offen, da können Sie, wie gesagt, immer hinkommen. Da gibt es auch ein paar kleine Gimmicks wie Basketball in einen Korb werfen oder mit Schneebällen werfen. Oh. Genau. Und ich möchte mich aber jetzt nochmal ganz herzlich zum Abschluss bei Michael Kerres bedanken für diesen spannenden Input und natürlich auch bei Ihnen als Plenum für die spannenden Nachfragen und dass Sie das so mitgemacht haben. Vielen Dank und hoffentlich. Ja, und danke, dass ihr das so schön vorbereitet habt. Danke. Super. Danke.